Ja, und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Aufnahmesession, nenne ich jetzt mal von Temoja City Build. Und ja, ich würde sagen, wir reisen jetzt erstmal dieses Haus ab. So, und jetzt mal wieder zurück. Und zwar, ja, gab es jetzt einen kleinen Cut und das Haus ist weg. Ich habe ja halt eben dann nur die eine Etage mit euch so gesehen, mit Fenstern leer gemacht und danach habe ich ja angefangen, habe mich dann mal hier dran gesetzt und habe das Ganze so weggemacht. Wir können ja erstmal einen Tag machen. So, ja, ich habe hier so ein bisschen die Items mit reingeschmissen. Und ja, so gesehen könnte man jetzt hier loslegen mit diesem Haus. Ja. Ich würde sagen, wir fangen entweder mit dem Haus an oder wir überlegen uns dann erstmal, was wir überhaupt hier hinbauen wollen. Und. Oder wir fangen halt eben mal mit einer anderen Sache erstmal an. Zum Beispiel jetzt unser Lager. Ah, wir hatten gerade einen Chunkfehler. Unser Lager hier in diesem Haus fertig zu bauen, sodass wir dann wirklich ohne Probleme an unsere Items kommen. Ja, dazu gehen wir jetzt mal Leder kaufen. In der Shopwelt. So. Ja. Der Shop hat man da. Mesli. Hier unten drunter ist Eis. Das. So, dafür ist der normaler Clay. Ne, weißer Clay will ich nicht. Habe ich genug von. Quarzblock, White Wool, Kohle. Ja. Also, wir gehen jetzt mal hier so ein bisschen einkaufen in der Hinsicht, gell? Bisschen shoppen. So, welchen Job hat man da? Element Plates. Verlangen Sie. So. Gut, der verkauft anscheinend hier hauptsächlich Bücher gedönt. Was wollten wir jetzt kaufen? Ich hab's vergessen. Ich muss mir noch mal kurz das Video ansehen, sonst weiß ich es nicht. Jetzt weiß ich es. Jetzt weiß ich es wieder. Und zwar Leder wollten wir kaufen. Leder. Hier sieht es jetzt nicht sehr lederhaltig aus. Feder. Hier ist Leder. 5 Stück für 10. Ist es leer.
Du ein Scheiß. Da hinten sind nur diese Diamant-Dinger, die sind jetzt nicht so toll, diese Diamant-Shops. Der Shop-Depe, und dann gehen wir mal in den weißen Shop. Ja, hier ist kein Shop drin. Gehen wir weiter in den pinken Shop. Ich glaube, wir könnten uns ja eigentlich auch mal einen Shop holen. Wie wäre es hier in Pink? Würde sich doch anbieten, gell? Hier ist aber kein Shop drin. Gehen wir in den grünen Shop. Ne, bei dem waren wir jetzt gerade, gell? Gehen wir in den anderen grünen Shop. Wie hat man denn da ein Nepal-Game? Oh, hier sieht es aber auch nicht schlecht aus. Ich will nichts wegwerfen. Hier gibt es dann wieder so welche Sachen. Schwefel. Bla bla bla. Stone. Ein Diamant für 1000. Gut, also er versucht zumindest den Diamantpreis wieder hochzukriegen. Oh ja, da wurden wir unterbrochen. Ja, also er versucht auf jeden Fall den Diamantpreis ein bisschen hochzuhalten, obwohl hier oben Kosten wieder für 1,30, gell? Das hat irgendwie keinen Sinn. Lieber Nepal-Gamer. Ach nee, eine Spende für den Job. Ja, spenden können wir da natürlich schon, aber nur wenn wir wollen. Vom Redstone-Manager. Der hat aber auch kein Leder, wie es aussieht. Nee. So, MC Phillips. Verkauft auch wieder anscheinend hauptsächlich Waffen. Das ist nicht gut. Ja, hier Enchantment Books. Books, Books, Books. LMS. Es ist was ganz Schlimmes passiert. DocMac ist offline. Oh, und jetzt haben wir die Wände weg. Und da gucken wir uns mal kurz das an. Und zwar haben wir hier an den Seiten hier so Säulen. Dafür hat man ja auch ein bisschen was von dem hier noch dabei. So dass wir zumindest schon mal die Säulen setzen könnten. Also können in dem Fall. Die kommen dann nämlich hier so hin. Und dann geht's, denke ich mal, schon ganz gut ab. Okay, das war jetzt schon irgendwie eine Scheißformulierung. Aber naja, gut. Auf jeden Fall. Wir bauen jetzt hier diese Säulen. Danach kommen die Treppen hier überall hin. Und dann hätten wir eigentlich auch schon so das Grundkonzept, beziehungsweise was heißt das Grundkonzept, also die Grundlagen dieses Lagersystems, fertig gebaut. Beziehungsweise es müsste dann nur noch der ganze hintergrundtechnische Teil gemacht werden und halt eben das Ganze wieder aktiviert. Aber ich würde dann, wenn wir das jetzt hier gleich fertig haben, mit euch mal runter zur Erntemaschine gehen und nachsehen, ob wir denn schon ernten können. Daher das Ganze ja schon seit heute früh bepflanzt ist und es mittlerweile eigentlich so weit sein sollte, dass wir das ernten können oder könnten, mal sehen. Vielleicht können wir es auch noch nicht ernten, das werden wir dann sehen. Und ja, dann wäre das die erste Erntemaschine Benutzung von da unten und da können wir mal so sehen, wie das Ganze so reagiert, beziehungsweise was da dann überhaupt so für Massen rauskommen an Items. Weil das ist, denke ich mal, schon ganz schön interessant. Für euch und auch für mich. Vielleicht für euch auch nicht so, ich weiß es nicht. Das könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch sowas überhaupt interessiert, wie viel aus dieser Erntemaschine rauskommt. Ja. Also jetzt hier für euch so zum Sehen. Jetzt gehen hier diese ganzen Pisten so. Beziehungsweise man sieht jetzt nur noch den Koppel. Und ja, hier unten wird jetzt da alles geflutet. Und da läuft das ganze Essen, die ganzen Karotten. Wenn das jetzt mit mehreren Karotten so ist. Momentan sieht es eigentlich ganz gut aus. Ja. Ist alles drinne. Aber mir kommt so vor, als würde jetzt nicht alles angeschwemmt worden sein.
Ja, Abtransportierung geht anscheinend auch relativ schnell. Ich würde sagen, dann gehe ich das Ganze jetzt mal anpflanzen. Und wir warten, bis hier die Kiste, bis alles in die Kiste gelaufen ist. Und dann sehen wir mal, was rausgekommen ist, nachdem das Ganze wieder angepflanzt ist und in der Kiste ist. Und dann würde ich sagen, bis gleich.